Hallo Leute, und da sind wir wieder zu einer neuen Folge von The Forest. Wir sammeln mal hier schnell die ganzen Sachen hier ein, die da im Flugzeug schließen, die hier noch so im Flugzeug rumliegen. Es kam wieder ein neuer Batch raus, und zwar ist das der Public Alpha 0.08b. Und da gucken wir mal, was es da so Neues gibt. Und laufen wir einfach ein bisschen rum. So, Medizin dürfen wir nicht vergessen. Und dann nehmen wir mal die Axt. Sonst war, glaube ich, hier eh nichts mehr. Und dann die Anzeige kommt mir vor, hat sich hier ein bisschen geändert. Naja, wir gehen mal hier runter. Hallo? Ah, jetzt. Und irgendwie sind wir ganz woanders wieder. Aha, jetzt stehen die. Die Trolls stehen jetzt. Das sieht man nicht besser. Im Gras oder so. Ne, da vorne liegt einer. So. Dann, was wollten wir. Was da vorne die Dinger müssen. Was? Achso, ne. Stein nehmen wir natürlich auch gleich mit. Das war kein Stein. Hoch! In der letzten Folge, wo wir gespielt haben, haben wir, glaube ich, ja auch gerade erst angefangen, weil da kam ja auch irgendein neuer Batch raus. Also ist nicht so viel anders. Wir haben noch nicht so viel wahnsinnig gebaut. Es ist nicht so schlimm, wenn wir jetzt wieder von vorne anfangen müssen. So, das Kaninchen. Huch. Ah. Wo ist es? Ah, geht doch. So, den machen wir hier noch kaputt. So, wir sollten vielleicht eine Medizin nehmen. Nicht, dass wenn wir hier überfallen werden, dass wir gleich tot sind. Gut, da vorne liegt auch noch einer. Fragt sich nur, in welche Richtung wir dann gehen. Okay, wir können keine Steine mehr mitnehmen. Hier geht's ins Licht. Ja, wir gehen einfach mal in die Richtung hier. Hier sieht es sympathisch aus. Deswegen gehen wir auch da entlang. War da gerade irgendwo was? Ich glaube nicht. So, hier haben wir. Ah! Bild. Seit wann kann man die nicht mehr essen? Na gut, dann essen wir sie eben nicht mehr. Dann lassen wir sie stehen. Das dürfte eine neue Dings sein vom Update. Wir laufen doch lieber in die andere Richtung. War denn da eine? Ich habe da nirgendwo eine gesehen. Ein Loch. Ah, hier. So. Und die Dings sieht jetzt auch anders aus, die Haut. Gefällt mir so besser, weil wenn man das abzieht, dann denke ich mal, sieht das nicht gleich aus, als wie es auf dem Loch drauf ist. Wir können ja keine Sticks mehr mitnehmen. Okay, hier geht's zum Wasser. Das heißt, wir laufen mal hier oben entlang. Steine können wir ja auch keine mehr mitnehmen. Können wir die essen? Nee. Okay. Also wir können gar keine Pilze mehr essen. Auch gut. Oder schlecht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wir laufen mal davon.
scheinen uns ja nicht zu folgen, wenn wir davonlaufen. Okay. Ja, Medizin brauchen wir gerade keine zu nehmen. Das reicht noch. Kann, dass sich die Map auch ein bisschen geändert hat. Kommt mir ein bisschen so vor. Hier sind auch immer ganz viele. Und das Geräusch vom Boden, das hat sich auch geändert. Hier ist ein Kaninchen. Ah, das läuft zu schnell. Und jetzt kommen wir auf den Strand. Auf den Strand, ja. Sehr gut Deutsch. Jetzt sind wir am Strand? Ja. Was für eine Pflanze hier. Und Kraut. Haben wir hier nichts? Hier geht sicher in eine Höhle rein. Da will ich aber jetzt bestimmt nicht hin. So, wir nehmen hier mal. Wieso kann ich das nicht aufnehmen? Das hier auch nicht. Can't carry anymore. Okay. Dann halt nicht. Was ist denn da oben? Das ist ein Ureinwohner. Hallo? Hallo? Kopf können wir mitnehmen. Nee, das ist hier kein... Ich dachte, das wäre Geld. So. Einmal hier. Ein bisschen aufpassen, dass du von oben nicht irgendwelche... Na! Ureinwohner herkommen. Ja, ja, apropos Ureinwohner. Okay. Ist die friedlich zu uns, oder? Scheint wohl kaum. Die war mal friedlich. Achso. Also da fliegt einer durch die Luft. So, eine Taschenlampe haben wir auch. Können wir den Kopf mitnehmen? Ja. So, wir werden aber Optionen. Kann man noch ein bisschen runterschrauben. Das Rauschen ist hier doch ein bisschen extrem laut. So. Den hier noch. Schauen, dass wir hier bald wegkommen. Bevor es dunkel wird, dass wir uns da hinten irgendwo verstecken. So, hier haben wir noch jede Menge Medizin. Hat er auch andere Klamotten an als wie vorher. Hier hinten liegt auch noch ein Ureinwohner. Hallo. So. Noch eine Taschenlampe. Okay, wir gehen mal. Kann man das mitnehmen? Nö. Ist ja gar kein Wasser. So plätschert es dann hier so. Okay. Er hat so viel Musik gehört. Der hat die ganzen CDs umhängen. Boah, ich dachte, da oben steht. Da standen drei Leute. Der Ureinwohner. Doch nicht. Oh, Gott sei Dank. Ah, es hat sich vermutlich böse geändert.
den hier. Den hier. Sie müssen hier so viel im Kopf herumstehen. Okay, da können wir gar nichts mitnehmen. Can't carry anymore. Ja, hier vorne ist die Axt. Die dürfen wir auf keinen Fall vergessen. Die ist ganz, ganz, ganz wichtig. So, oh Gott. Ich dachte, diese Tennisbälle wären endlich weg. Wohl doch nicht. So, hier ist die Axt. Können wir gleich die hier nehmen. Blöder Tennisball. Da ist auch ein Tennisball drin. Nee. Na Gott sei Dank. Hier, das Kaninchen können wir mitnehmen. So, zwei auf einmal. Einmal das Kaninchen und einmal auch den Busch. Wir brauchen ja auch Blätter. So, wir sollten dann gleich mal was essen. Huch. So. Damit. Waren das jetzt alle? Wo kamen denn die jetzt auf einmal her? Oh mein Gott. So. Erstmal eine Cola runterkippen. Moment da. Ein Gehirn. Oder was soll das darstellen? Mal hier. Den Speer kann man mitnehmen. Hier ist ein Tennisball. Ja, den braucht ja wirklich keiner. Okay, dann müssen wir wohl weitergehen. Weil da hinten waren eindeutig viel zu viele Ureinwohner. Da bleibe ich auf keinen Fall. Schlimm wäre, wenn die Ureinwohner jetzt noch aufstehen würden. Wenn die so tot liegen. Dann denkst du, sie sind tot und dann stehen sie auf einmal auf, kurz bevor du vor ihnen bist. Das wäre heftig. So, wenn ich mich nicht ganz täusche, dann müssten wir hier eigentlich... Hier vorne ist ein Boot. War das immer schon? Na, das wissen wir gleich. Können wir so nach hinten oben irgendwo ansiedeln? Haben wir hier irgendwas Besonderes? Ich glaube, das war ein Seil. Den können wir ja nicht mehr mitnehmen. Dann laufen wir mal da hoch. Und schauen mal da oben. Aha, da unten sind die Container. Ich weiß gar nicht, ob wir in die richtige Richtung laufen. Hallo. So. Und wir brauchen was zu essen. Reicht aber mal ein Snack. Unten ist ein Kaninchen. Gibt es jetzt eigentlich die Waschbären nicht mehr? Ich habe nämlich keine gesehen. Sind das Köpfe? Oh. Aha. So ist das also.
Können wir die essen? Nee. Hat sich schon geklärt. Aha, da unten ist noch ein Camp. Und da vorne müsste dann aber eigentlich ein Ureinwohnerdorf kommen. Oder wir bleiben erstmal hier. Aber hier kann uns ja jeder sehen. Das ist auch sehr doof. So. Ist da? Ja, hier ist ein Ureinwohnerdorf. Entweder wir siedeln uns hier an, wenn hier niemand ist. Oder wir gehen da vorne hin. Wir gehen mal weiter. Aber da vorne sind wir nämlich schon richtig. Genau, da wollte ich nämlich hin. Hier liegt ein Ureinwohner wiederum. Hier noch einer. Dann können wir gleich schon eine Fidschi machen. Wir haben bald schon genug Köpfe. So, und da oben müssten wir eigentlich richtig sein, ne? Was ist hier für eine Blume? Sieht seltsam aus. Sehr seltsam. Okay, die Sonne geht gleich unter. Wir sollten uns beeilen. Ich würde sagen, wir bleiben hier, aber hier sind wir ein bisschen besser geschützt. Oder wir gehen hier rein. Ah, wir gehen hier rein. So, wir machen uns einmal... Das war falsch. So, das wollte ich. Wir machen uns mal ein Feuer. Und zwar das hier. Das reicht nicht, da brauchen wir noch einmal und noch einen Stein. Hier ist noch ein Stein. Dann machen wir uns hier die Hütte hin. Sollen wir das nehmen oder gleich sowas machen? Machen wir gleich sowas. Huch. Aha. Okay. Das ist ja nicht an. Mach das mal an hier. Damit wir hier mal Licht haben. Oh. Und wann gibt's denn Rehe? Kann man die auch essen? Ah, das finde ich aber cool. So, wir hauen uns erstmal nichts zum Essen drauf. Wir machen mal erstmal den Baum hier weg. Hinter dem ein Ureinwohner steht. Spielt er mit uns verstecken? Und das ist dann irgendwo. Hat er Angst bekommen, oder? Wo ist er denn? Einmal, zweimal. Lauf, 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 lauf. Wir brauchen aber noch mehr. Okay, wir brauchen noch 5 Steine. Ach, da oben hat er sich festgebackt.
Hallo. Hallo? Schlag auf ihn ein. Was kann man denn mit den Zähnen machen? Oh Mann, die Rehe nerven auch ein bisschen. Denke ich immer, da ist ein Ureinwohner. So, den brauchen wir hier noch. Weil sonst können wir nicht schlafen. Ah ja, wir haben fast keine Energie mehr. Na komm, den kriegen wir noch weg. Wie viele Steine brauchen wir noch? Boah, diese blöden Rehe. So, 2 Steine brauchen wir noch. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Ich lauf einfach mal. Und ich speichere gleich mal. Wo ist denn der Typ jetzt hin? Da das raufgehauen, das Essen. Ja, scheint so. Ist das Reh jetzt da? Achso, nee. Hat ich den Typ da oben auch wieder festgepackt? Der Louis ist aber klein geworden. Och, ich würde das gerne essen. Jetzt. Ja, wo ist er denn? Der Herr. Ich sehe keinen. Wir probieren einfach mal zu schlafen. Olle ist selbst schuld. Wenn die da reinläuft? Meine Güte. So, was macht der da mit der Taschenlampe? Hier ist auch noch einer. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Na komm her. Aha. Da klappt euch doch gegenseitig. Das so wird das nix. Hilft er mir jetzt oder? Oh Gott. Alter, es ist hier hingeflogen. Kann ich das? Okay, nee. Das war nur ein Test. Ich wollte das nur wissen. ja. Ich mach grad gar nichts, aber er schlägt irgendwie drauf ein. So, jetzt geht's wieder. Hallo. So, jetzt. Wo ist die andere? Die ist weg. Gut. Dann können wir jetzt vielleicht endlich schlafen. Hat geklappt? Ja, es hat geklappt.
Und dann war's doch auch das erstmal mit der Folge. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.